Wow, ich stehe nun wirklich hier vor Ihnen auf der Bühne. Unglaublich. Ich meine jetzt nicht, wie toll es für mich ist, Ihnen einen kleinen Einblick über mein Leben geben zu dürfen. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, wie 6 Stufen für mich eine richtige Herausforderung sein kann. Ich finde, Sie sollten davon unbedingt erfahren, weil das immer wieder mein Leben beschäftigt. Wie Sie sehen können, sitze ich im Elektrorollstuhl. Dieser Stuhl wiegt 140 Kilo. Vor der Bühne sind 6 Stufen. Die Frage war, wie komme ich über diese 6 Stufen auf die Bühne? Ausprobiert wurden mehrere Rampen, Hebebühnen, Treppenraupen. Alles hat nicht funktioniert. Wirklich. Ist das nicht absurd? Wir haben gemeinsam, der Veranstalter und ich, keine Lösung finden können. Wir leben hier in Deutschland und ich scheitere an 6 Stufen. Wie erbärmlich. Und wie bin ich nun auf die Bühne gekommen, fragen Sie sich jetzt. Ich habe meine Bodyguards aufgefordert, mich hochtragen zu lassen. Und genau das ist auch mein Thema, was mich rumtreibt. Ich kann es nicht akzeptieren, weil ich im Rollstuhl sitze und mich nicht frei bewegen kann und muss mir immer oft Gedanken machen, wie komme ich dahin? Aus diesem Grund setze ich mich für Barrierefreiheit ein. Ich darf mich aber erst mal bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Stefan Utz. Was sehen Sie? Sie sehen einen Mann. Das ist eindeutig. Ich bin nicht besonders groß gewachsen, habe eine Stimme, die auch von einem Roboter kommen kann. Das höre ich immer wieder von Kindern. Mein Körper ist nicht perfekt. Im Gegenteil. Meine Knochen sind deformiert und die Proportionen stimmen nicht überein. Ich sitze im Rollstuhl, was ganz klar sichtbar ist. Diesen Rollstuhl brauche ich immer, da ich Osteogenesis imperfecta habe. Besser ist es bekannt als Glasknochen. Ich bin in einem kleinen Dorf mit 200 Seelen in Franken aufgewachsen und habe noch 3 Geschwister. Meine 2 Brüder haben auch Glasknochen, meine Schwester aber nicht. Wie kann das sein, dass wir 3 Brüder Glasknochen haben und meine Schwester eben nicht? Bei meinen Eltern ist ein Gendefekt dafür verantwortlich. Sie hatten einfach das Pech oder auch Glück für sie, sonst würde ich nicht hier oben stehen, genau den gleichen Gendefekt in sich zu tragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die eigenen Kinder Glasknochen bekommen, bestand bei 25%. Unabhängig vom Geschlecht. Ich habe mich dafür gemeldet. Meine Brüder haben mittlerweile ihre eigene Familie, sprich, sie haben Kinder. Was Sie vielleicht interessiert, die Kinder sitzen nicht im Rollstuhl und können laufen. Wieso haben die Kinder meiner Brüder keine Glasknochen? Die Vererbung bei uns ist nicht dominant, sondern rezessiv. Sprich, es ist gut, dass wir 3 Brüder uns in diesem Fall nicht durchgesetzt haben. Dafür braucht es auch die Partnerin, die auch genau diesen gleichen Gendefekt hat. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt aber unter 1%. Das weiß ich, da wir eine genetische Beratung haben machen lassen und nun haben wir Gewissheit darüber. Meine Eltern hatten es nicht immer einfach. Eigentlich waren wir nicht der Grund für die Schwierigkeiten, die aufkamen, sondern eher die Dorfgemeinschaft und das Umfeld herum. Als Eltern mit 3 behinderten Söhnen in einem sehr katholischen Dorf, da hatte man damals einen schweren Stand. Da muss man sich schon mal anhören, dass der Satan sein Umtreiben hatte und unsere Eltern dafür bestraft wurden.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine Eltern mit dem Teufel zu tun gehabt hätten. Sie haben 4 wunderbare Kinder geboren. Sie waren vielleicht ein wenig damit überfordert, mit uns 3 Brüdern. Aber auch deshalb, weil sie wenig Unterstützung von außen bekommen haben. Wir Brüder, aber auch meine Schwester, haben das natürlich auch zu spüren bekommen. Kaum Kontakte zu den Dorfkindern gehabt, bis auf wenige. Die Blicke von den Nachbarn, wenn man mit den 3 Rädern durchs Dorf gefahren sind, wenig Beachtung und Anerkennung erfahren. Ich denke, in unserer Gesellschaft ist man erst akzeptiert, wenn man etwas leistet und einer gewissen Norm entspricht. Wir haben nicht in ihrem kleinen Kosmos gepasst, da wir anders waren. Jetzt ist es anders. Wenn wir aus der Großstadt München unsere Eltern besuchen, die Nachbarn wollen immer etwas von uns erfahren, wenn wir mit den Rollis im Dorf unsere Runden drehen. Sie sind irgendwie beeindruckt, wie wir unser Leben meistern, obwohl sie nicht viel von unserem Leben wissen. Manchmal kommt es sogar immer noch vor und fragen, ob wir jetzt Ferien haben und deshalb unsere Eltern besuchen. Ich wohne schon seit 1986 in München, in einer Wohnung sehr zentral zur Innenstadt. Wie lebe ich und was macht mein Leben aus? Ich habe meine Familie, meine Freunde und meine Assistenten. Mein Assistent, der bei mir angestellt ist, um mich im Alltag zu unterstützen. Meine 2 Brüder hat es auch nach München verschlagen. Jeder von uns hat aber sein eigenes Leben. Vielleicht fragen Sie sich, wieso sind die 3 Brüder in München gelandet? Aus einem simplen Grund. Damals, als wir Kinder waren und meine Eltern uns auf die Schule bringen wollten, gab es keine Schule, die uns aufgenommen haben, da wir anders waren. Was meine ich mit anders? Wir konnten nicht gehen und haben uns deshalb auf 3 Rädern fortbewegt. Das war toll. Ich meine die 3 Räder. Außerdem waren wir motorisch etwas eingeschränkt. Und natürlich sahen wir anders aus als Kinder. Wie zum Beispiel, dass unsere Glieder deformiert waren. Wenn wir uns nicht auf den 3 Rädern fortbewegt haben, sind wir auf dem Hosenboden rumgerutscht. Wir konnten ja nicht laufen. Da mussten wir erfinderisch sein. Die Physiotherapeuten haben uns immer wieder zum Laufen genötigt. Das Laufen sah so aus, indem wir 10 Metern mit Gipsschienen uns fortbewegt haben. Das war sowas von sinnlos. Wir waren viel schneller mit den 3 Rädern und mit den Rollstühlen unterwegs. Letzten Endes mussten unsere Eltern uns in ein Körperbehinderteninternat mit einer angegliederten Schule bringen, da es keine Schule in unserer Nähe gab, die uns aufgenommen haben. Dieses Internat war ca. 50 Kilometer von zu Hause entfernt. Das Internat hatte strenge Regeln, wie zum Beispiel, dass wir uns nur alle 14 Tage übers Wochenende nach Hause durften. Die Philosophie steckte dahinter, sich von zu Hause zu entwöhnen. Das war wirklich der Ansatz dabei. Krass, wenn ich mir das noch mal vor die Augen führe. Es gab ein Mädchen- und Jungeninternat. Telefonate mit den Eltern wurden festgelegt und streng kontrolliert und reglementiert. Nach dem Internatsleben und der Hauptschule wollten wir 3 unbedingt eine weiterführende Schule besuchen. Ein Onkel von mir hatte von einer Schule in München gehört, die für uns als Glücksgriff sich erwiesen hat. Natürlich hatte ich auch in der Schule Sportunterricht. Die Sportlehrer wussten nicht so wirklich, was sie mit uns Rollstuhlfahrern im Unterricht anfangen sollten. Irgendwann haben wir uns dann ein paar Tennisschläger und Bälle aus dem Geräteraum geholt und haben uns die Bälle hin und her gespielt.
Das war der Beginn meiner großen Leidenschaft: Powerchair-Hockey. Wie Sie in den Film sehen konnten, sitzen alle Sportler im Elektrorollstuhl. Es wird 5 gegen 5 in einer Sporthalle gespielt. Es geht rasant zu und alle sind hochmotiviert, da es bei uns natürlich auch nur ums Gewinnen geht. Vor über 30 Jahren haben wir in München den Sport Powerchair Hockey in Deutschland gegründet und weiterentwickelt, damit möglichst viele von den Sport erfahren, sind wir in den Schulen und Internaten in ganz Deutschland getourt. Nach wenigen Jahren haben wir recherchiert, dass auch in den Niederlanden Hockey gespielt wird. Wir in München haben dann 1987 das erste internationale Hockeyturnier organisiert. Mittlerweile gibt es 18 Vereine in Deutschland und eine Liga mit 3 Klassen ist heute das stolze Ergebnis. In Europa wird der Sport in 11 Ländern gespielt. Dazu kommen noch die Länder USA, Kanada, Australien, Taiwan und Südafrika. Seit 2004 werden Europameisterschaften und Weltmeisterschaften ausgespielt. Apropos Weltmeisterschaften. Sie sehen hier übrigens einen Weltmeister. Das Größte, was ich in unserem Sport erreicht habe, war als aktiver Sportler in diesem Finale bei der Weltmeisterschaft 2010 dabei. Hier haben wir bei einem Golden Goal gegen die Niederlande mit 7:6 Toren gewonnen. Diesen Titel trage ich für immer und bin sehr stolz darauf. Meine weiteren Erfolge im Powerchair-Hockey sind 12-maliger deutscher Meister mit meiner Mannschaft, die Munich Animals aus München. Mehrere nationale und internationale Turniererfolge habe ich errungen. Während meiner aktiven Spielerlaufbahn habe ich 12 Jahre als Vorsitzender für unseren Sport, für den Deutschen Rollstuhlsportverband gearbeitet. Mein Highlight war als Sportmanager die Weltmeisterschaften nach paralympischen Vorgaben im Powerchair-Hockey 2014 in Deutschland zu veranstalten. Der Internationale Verband für Rollstuhlsport hat mir die Projektleitung übertragen. Das hat mir aber nicht gereicht. Ich wollte vor eigenem Publikum in München spielen, im weltbekannten Olympiapark im Eissportstadion. Es ist mir gelungen. Das war ein einmaliges Gefühl voller positiver Anspannung und Freude. Ein Traum wurde wahr, vor 1500 Zuschauern spielen zu können. Das war ein tolles Gefühl, wie die Fans uns angefeuert haben. Ich brenne immer noch und werde im September dieses Jahr bei meiner 4. Weltmeisterschaft in Italien als aktiver Spieler mitmachen. Der Sport liegt mir sehr am Herzen, da ich selbst erlebt habe, was er für das persönliche Leben alles leisten kann. Ich habe die Herausforderung gesucht, obwohl ich Glasknochen habe. Viele denken, da kann doch was Schlimmes passieren. Und wenn ihr mit einem extrem schnellen und wendigen Sportrollstuhl zusammenkracht, ja, da kann was passieren. Ich habe mir natürlich auch die Knochen gebrochen beim Sport. Aber wissen Sie was? Die meisten Brüche habe ich im Alltag gehabt. Und davon, ich habe dann irgendwann nicht mehr gezählt, waren es bestimmt 60 Knochenbrüche. Im Übrigen
Wir suchen laufend Sponsoren für unseren Sport Powerchair-Hockey. Neben dem Sport gibt es natürlich auch noch viele andere Dinge, die mich rumtreiben. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, musste ich mich immer wieder mit lästigen Hindernissen ärgern. Deshalb habe ich mir die Aufgabe persönlich gemacht, für mehr Barrierefreiheit im Leben einzufordern. Was bedeutet für mich Barrierefreiheit? Das ist relativ simpel. Ich will mit meinem Rollstuhl dahin kommen, wo Sie sich auch hinbewegen können. Nehmen wir zum Beispiel die Anreise heute nach Mannheim. Ich bin mit der Bahn gekommen. Ein Platz im Zug für einen Rollstuhlfahrer muss viele, viele Tage vorher reserviert werden. Im Zug gibt es maximal 4 Plätze. Ebenso muss vorher die Einstiegshilfe reserviert werden, einen Hebelift, der mich in den Zug bringt. Ein Hotel muss natürlich auch barrierefrei sein. Eine Auslastung von einem Hotel mit 500 Zimmern gibt es mal gerade 4 rollstuhlgerechte Zimmer. Das kann nicht sein. Wenn ich dann später zum Essen in ein Restaurant möchte, muss ich ebenfalls vorher checken, ob ich reinkomme. Schon eine Stufe kann mir den Weg versperren. Die Toiletten sind meistens im Restaurant oft für Rollstuhlfahrer nicht zu erreichen. Da gilt es zu improvisieren oder eine gut trainierte Blase zu haben. Vielleicht haben Sie für mich dann später einen Tipp, wo ich noch hingehen könnte. Aber achten Sie darauf, es muss barrierefrei sein. Ich habe mir selbst die Aufgabe gemacht, direkte Hilfe anzubieten. Ich arbeite für einen Verein, die Sozialhelden, mit Sitz in Berlin, als Botschafter für Barrierefreiheit, zuständig für München. Ich biete den Besitzern von Cafés, Restaurants, Läden, Gebäuden ganz praktisch verschiedene Rampengrößen an. Mit diesen Rampen kann eine oder mehrere Stufen überwunden werden. Ebenso arbeite ich bei der Münchner Volkshochschule als Dozent. Ich biete Kurse für betroffene Menschen an, die im Rollstuhl sitzen, aber auch, und das ist fast noch wichtiger, für Fußgänger. Wie bediene ich den Rollstuhl richtig? Welche Möglichkeiten werden von der Stadt für Menschen mit einer Behinderung angeboten? All diese Punkte versuche ich mit meinen Teilnehmern zu erörtern, ihnen Lösungsvorschläge darzulegen. Für mich ist die Selbstbestimmung in meinem Leben sehr wichtig. Was macht mein Leben aus? Ich bin neugierig und offen für das, was kommen darf. Ich bin gerne mit Leuten zusammen, gehe ins Kino, Ausstellungen, Cafés, fahre mit meinem Auto in den Urlaub, benutze die Verkehrsmittel. Ich habe immer noch den Wunsch, eine glückliche Beziehung zu einer Frau zu führen und, und. Was macht Ihr Leben aus? Ich denke, wenn man es herunterbricht, haben unsere Leben viele Gemeinsamkeiten. Sie sollten aber auch von mir wissen, dass ich mich nicht wirklich anders sehe oder bewege in meinem Leben, nur weil ich im Rollstuhl sitze. Ich denke nicht darüber nach, dass ich im Rollstuhl sitze, so wie Sie nicht darüber nachdenken, dass Sie zu Fuß unterwegs sind. Vielen Dank für Ihre Geduld.